Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Toy Review von Transformers Prime Ratchet. Ratchet ist ein Charakter, den wir alle wahrscheinlich kennen. Es ist der Medic quasi der Autobots, quasi er repräsentiert einen Krankenwagen und ist natürlich auch für die Verletzten quasi innerhalb der Serie zuständig. Ein sehr schlauer Charakter, der auch wirklich sehr gut als Figur umgesetzt wurde, mit einigen kleinen Mankos. Die werde ich aber gleich auch noch ein wenig näher erläutern. Ja, Ratchet. Eine sehr schöne Figur. Wie gesagt, ein Krankenwagen. Als Figur, wie gesagt, für einen Autobot-Modus, oder wie gesagt, für einen Auto-Modus, finde ich, ist er sehr gut gelungen. Sehr viele kleine Details zu sehen. Man sieht hier unten drunter den Kopf, den kann man auch einklappen, was allerdings nicht immer funktioniert. Er springt öfters wieder raus, weil er auf so einer kleinen Federung ist. Die Waffen lassen sich beide unten im Fahrzeug gut verstauen. Finde ich auch ein sehr schönes Feature. Ansonsten muss ich allerdings eine Sache an dieser Figur kritisieren. Es gibt in den USA mittlerweile, oder in Japan, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, einen Anbieter von Sticker-Sheets. Da werden quasi die fehlenden Details mit ergänzt. Das heißt, das Autobot-Symbol hier oben fehlt. Hier an der Seite, man sieht es auch deutlich, die Striche sind hier unterbrochen. Normalerweise gehen hier noch so Symbole mit nach oben. Die fehlen natürlich hier komplett. Die werden dann durch die Sticker mit ersetzt. Genauso wie hier. Hier fehlen dann auch so die ganzen Sticker und die Farben. Was sehr schade ist. Auch hier innen drinne fehlt das Rote, was quasi auf dieser Seite vorhanden ist. Ich zeig das hier mal gerade. Dieses Rote, das fehlt auf der anderen Seite leider und wird durch diese Sticker mit ersetzt. Auch leider keine Scheinwerfer und ansonsten Lampenbeleuchtung. Aber ich muss sagen, das ist das Einzige, was ich jetzt an dieser Figur wirklich bemängeln würde. So, kommen wir mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr einfach gehalten, was ich genial finde. Dazu nehmen wir einmal erstmal die Waffen ab, auf die ich auch gleich nochmal näher eingehen werde. So, dann trennen wir hier oben vorsichtig die Seitentüren. Aufpassen, hier vorne sind, das zeige ich euch gleich mal, das sind so kleine Plastikstifte. Da bitte aufpassen, die brechen, ihr seht es, wie dünn die sind, sehr leicht ab. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht irgendwie die Türen irgendwie erst hier vorne die Motorhaube in zwei Hälften teilt und auseinanderzieht, denn dann geht es definitiv zu Bruch. Ja. So, die Figur, wie gesagt, einmal trennen, dass es quasi hier so locker ist, ganz einfach. Dann hier oben die Motorhaube in zwei Teile teilen. Dann diesen Teil hier vorne leicht zur Seite drehen und über die Motorhaube splitten. Das geht ein bisschen schwer. So, quasi nach oben schieben. Das gleiche hier auch. Einmal nach oben schieben. Ihr seht selbst, hier vorne hakt es dann immer an den Kanten. Dann einfach versuchen, das zu lösen. So. Wenn das einmal gelöst ist, betätigt ihr die Füße, indem ihr eine Rotation vollführt. Hier ebenso. Klappt die Füße unten auf. Hier ebenso. So. Und jetzt könnt ihr die Seitenteile hinten einmal runterklappen. Und laut Beschreibung wären theoretisch die Füße jetzt schon fertig verwandelt. Ich muss aber allerdings sagen, no. Auf keinen Fall. Es sieht nicht so gut aus. Deswegen ein kleiner Hinweis. Hier unten habt ihr diese Packs. Diese Packs könnt ihr hier quasi direkt mit befestigen. Das heißt, ihr dreht quasi den Fuß weiter runter und verbindet hier diesen Pack miteinander. Es passt perfekt. Hier macht ihr genau das gleiche.
seitlich zur Seite drehen und reindrücken und schon ist der Fuß bombenfest und sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. So, anschließend klappt ihr hier hinten die Seiten auf vom Fahrzeugmodus und löst hier unten diese kleinen Stifte. Hier ebenso und dreht den Arm einfach zur Seite. So. Dann dreht ihr, wenn ihr die so zur Seite geschoben habt, das ganze Schultergelenk nach vorne. So. Dreht die Arme runter. Dreht die Hände nach außen. Hier ebenso. Und klappt einmal die Seitenluke komplett über den Arm. So. Hier unten. Einmal die Stifte zusammen. Und auf der anderen Seite das gleiche nochmal wiederholen. So. Und schon sind die Arme fertig. Und ansonsten einfach nur noch die Klappe nach hinten und der Kopf kommt zum Vorschein. Ja. Das ist auch schon die ganze Verwandlung gewesen. Sehr simpel, sehr einfach gehalten und schon ist Autobot Ratchet fertig verwandelt. Für meine Verhältnisse würde ich sagen, ist das eine Figur, die mit zu den besten Transformers Prime Figuren gehört, weil sie wirklich vom Charakter her, bis auf jetzt die Bemalung durch die fehlenden Details an den Armen, man sieht es hier, fehlen hier komplett und auch die Schultern hinten sind weiß, die Tür ist nicht farbig, aber das ist ja, wie gesagt, ergänzbar. Ansonsten ist die Figur richtig, richtig toll. Mir gefällt sie. Die Arme sehen schon ziemlich windschnittig aus, sind nicht so hohl wie bei manchen Figuren oder einfach nur ein billiger Guss. Sehr toll gemacht. Die Beine ebenso einfach schön gestaltet. Das Einzige, was mir an dieser Figur nicht gefällt, ist, aber da kann Hasbro natürlich keinen Einfluss drauf nehmen, die Figur ist ansonsten bis auf die roten und blauen Details komplett weiß. Aus Erfahrung, nach all den Jahren mit weißen Transformers kann ich sagen, pfui. Sprich, das Gelb, das Weiß wird irgendwann gelblich, das heißt, es verfärbt sich, es vergilbt. Durch Staub, durch allen möglichen Einfluss. Es muss doch nicht mein Raucherhaushalt sein. Das ist halt was mir immer noch ziemlich Kopfzerbrechen bereitet. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann eben dagegen anzukämpfen, indem man halt entweder die Figur luftdicht in eine Vitrine stellt, das heißt also, dass nicht wirklich Staub reinkommt, Sonnenstrahlen nicht aussetzt, etc. Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Ja, kommen wir wieder zurück zur Figur. Die Figur hat zwei Waffen. Sie wird geliefert mit diesen kleinen Säbeln. Diese Säbel könnt ihr entweder Ratchet in die Hand geben, was ja nicht so schön aussieht, auch nicht zu der Serie passt. Ihr könnt allerdings auch, und das finde ich besonders beeindruckend, die mit den Händen verbinden. Ihr seht es an der Packung. Die Arme verwandeln sich quasi wie in der Serie zu diesen Klingen. Die Klingen könnt ihr auch im Fahrzeugmodus vorne an der Motorhaube befestigen. Allerdings verliert ihr dann die Möglichkeit quasi, dass das Fahrzeug rollt, weil die Klingen quasi direkt auf dem Boden liegen. Nicht so praktikabel gelöst, allerdings kann man die Klingen auch nach oben drehen. Das heißt also hier diese Spitzen nach oben zeigend. Dann gehen sie quasi schräg hoch anstatt schräg runter. Das geht auch. Sieht aber nicht so gut aus. So, kommen wir wie gesagt zurück zur Figur. Ihr könnt die Arme einfach die Hände nach unten drehen. Quasi, dass sie so nach unten zeigen. Und dann könnt ihr die Hände quasi mit den Waffen verbinden. Ich muss nur eine Sache dazu sagen, ihr solltet vorsichtig sein, welche Waffe ihr benutzt. Denn, wie ihr seht, dieser Pin ist nicht hundertprozentig in der Mitte. Das heißt, ihr solltet schon aufpassen, welchen Pin ihr nehmt. Wenn ihr jetzt den falschen nehmt, dann passt die Waffe nicht und blöd, wenn man die richtige gleich nimmt. So,
dann ist die Waffe zwar dran, aber sie passt nicht. Wenn ich jetzt allerdings die Originalwaffe nehme, sitzt sie wie angegossen quasi und verbindet sich mit dem Arm. Die Waffen selbst sind nicht aus Plastik, sie sind aus sehr weichem Gummi. Was ich persönlich nicht sehr schön finde, denn nach 5-6 Jahren fängt das Material mit Sicherheit an, dann porös zu werden. Man kann natürlich dem entgegenwirken, indem man ab und zu, das heißt alle paar Jahre, das Gummi ein bisschen einölt bzw. einfettet. Das ist dann auch eine Möglichkeit. So. Und schon hat Ratchet seine Klingen in dem Arm. So. Sehr schön. Ihr seht selbst. Es lassen sich auch schöne Posen mit der Figur gestalten. Einfach toll. Also mit der Umsetzung der Waffen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich Hasbro diesmal echt absolut übertroffen. Genial. Gefällt mir. Schade, dass es von dieser Figur keine First Edition gibt. Wäre sicherlich gut angekommen und ich denke mal, da hätte sich Hasbro wahrscheinlich ein bisschen übertroffen. Daher wären mir die Details auch sehr interessant gewesen. Allerdings, ja, gibt es leider nur als Deluxe-Version. Ich zeige euch jetzt mal noch den Kopf von Ratchet. Der Kopf ist auch sehr schön gestaltet. Rot, überall Silber, der Mund ist gut ausgearbeitet. Die Augen natürlich auch. Leider hat er zwar durchsichtige Augen, aber das Light Piping funktioniert bei der Figur leider nicht ganz so gut. Allerdings hat die Figur, genauso wie alle anderen Prime-Figuren, richtige Pupillen auch in den Armen, in den Augen. Die kann man jetzt leider nicht ganz so gut sehen. Ich versuche es nochmal ein bisschen näher ran zu zoomen. Na. Nicht wirklich gut umsetzbar. Nein. Wie gesagt, sehr schön gemacht. Was mir an dieser Figur allerdings auch nicht gefällt, ist die Farbe an sich. Sie blättert hier ziemlich schnell hier oben ab. Man sieht zum Beispiel hier unten am Kinn. Die Farbe hat schon sehr drunter gelitten, weil halt dieser Mechanismus, dass der Kopf halt versinkt, ab und zu innen drinne an dem Plastik kratzt. Da hätte man sich vielleicht auch etwas Besseres einfallen lassen. Ansonsten, wie gesagt, die Details einfach geil. Die Türen hier unten sind quasi im Robotermodus angedeutet, hier oben auf dem Brustkorb. Was ich ein sehr schönes Detail finde. Natürlich der Kühlergrill quasi auch noch mit eingebunden. Und auch der Kragen sehr schön ausgearbeitet bei der Figur. Das Jetpack ist auch nicht so massig. Es wirkt jetzt vielleicht massig, aber es ist es nicht. Definitiv nicht. Und es passt perfekt zu der Figur. Quasi wie das Backpack, was auch Ratchet in der Serie hat. Nur eben, dass dann hier dieser Hohlraum nicht vorhanden ist. Ja. Die Waffen lassen sich im Robotermodus leider nicht verstauen. Was ich auch schade finde. Man könnte natürlich jetzt versuchen, die Waffen hier oben an diesen Packs hinter den Armen zu befestigen. Es ist eine Möglichkeit, allerdings halten die Waffen nicht wirklich gut und fallen schnell wieder ab. So, ja, so viel dazu. Wie gesagt, Ratchet ist eine tolle Figur. Ich bin stolz darauf, sie in meiner Sammlung zu haben. Ich kann es jedem empfehlen. Versucht sie euch zu holen, wenn ihr sie noch bekommt. Sie gehörte leider mit zu der ersten Line. Wenn ihr sie noch holt, pflegt sie gut, passt auf, dass sie nicht vergilbt. Leider ist nichts davor gefeilt. Weißes Plastik leider immer. Ansonsten, figurentechnisch, von den Gelenken her, sie hat in Ellenbogen ein ganz normales Gelenk zum Hoch-Runter-Klappen. Hier oben im Ellenbogen kann man den Arm noch drehen. Den Ellenbogen, die Schulter selbst kann man immer noch drehen. Da ist ein Kugelgelenk drin. Die Hüfte hat ein eigenständiges Gelenk. Lässt sich aber nur um 45 Grad in jede Richtung bewegen. In der Hüfte gibt es natürlich dann noch ein zusätzliches Gelenk für das Bein.
Die Knie sind auf zwei Gelenken. Einmal hier unten, einmal hier oben. Dadurch ist eine etwas bessere Positionierung der Figur möglich. Das Bein selbst hat nur solche Gelenke. Leider lässt sich es nicht nach oben bewegen. Allerdings kann man die Figur, wenn man hier dieses Fenster natürlich dann separiert, auch nochmal nach innen leicht drehen. Dadurch lassen sich auch nochmal ein paar bessere Posen anbringen. Der Kopf ist eigentlich auf einem Balljoint, aber dieses Kugelgelenk lässt sich nicht allzu gut bewegen, da natürlich das Kinn zu lang ist und er natürlich hier überall gegenkommt, gegen die Schultern, beziehungsweise diese Nackenkrause. So, von der Beweglichkeit würde ich trotzdem der Figur 9 von 10 Punkten geben. Fahrzeugmodus, fehlende Details leider, ansonsten würde ich sagen 8 von 10 Punkten. Robotermodus 10 von 10. Die Waffen passen auch perfekt in die Optik. Einfach genial gemacht. Und ja, so viel dazu. Solltet ihr Fragen, Kritiken haben, wie immer bitte in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche habt, ebenso. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns bei dem nächsten Review wiedersehen. So viel, ich verbleibe jetzt erstmal damit, dass ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer wünsche und bis demnächst.